Um im Mostviertel und überall anders auch Most verkaufen zu dürfen, muss das Alter der Käufer überprüft werden. Beim 24-Stunden-Bauernladen in Zeilern sitzt jedoch niemand an der Kasse. Nein, das geht von selber. Mir kommt da einer mit einem Ausweis, weist sich aus dort, zieht den durch den Automat durch und kann hineingehen. Bezahlt wird hauptsächlich mit Kredit- und Bankomatkarte am eigens entwickelten Kassenterminal. Und das, was auch einzigartig ist, ist das, dass auf Name und Rechnung von mehr als 20 Betrieben verkauft werden kann. Ein System, das attraktiv für viele Bauernläden sein könnte. Für die ganz Kleinen, der was sie sonst nicht leisten könnte, weil so viele Leute kommen ja dann den ganzen Tag, dass er sie nicht leisten könnte, wenn hinter den in die Budel stehen. Und das auch unwirtschaftlich wäre.